Die psychische Gefährdungsbeurteilung für Großunternehmen ab 250 Mitarbeitern mit mehreren Standorten. Das ist das Thema unseres heutigen Videobeitrags. Bleiben Sie dran. Hallo, mein Name ist Patrick Illigen vom Gesundheitsmanagement Ruhr. In unserem heutigen Videobeitrag soll es um die psychische Gefährdungsbeurteilung für größere Unternehmen ab ca. 250 Mitarbeitern mit mehreren Niederlassungen oder mit mehreren Abteilungen gehen. Wir hatten schon in anderen Beiträgen darüber gesprochen, wie die psychische Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen hat. Die 7 Schritte, die nach GDA-Richtlinie vorgeschrieben sind. Das gilt sowohl für kleine Unternehmen, das gilt natürlich auch sinngemäß für große Unternehmen. Kurz nochmal diese Schritte erwähnt, damit auch hier in diesem Beitrag diese Schritte genannt sind. Schritt 1, die Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen. Schritt 2, die Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit. Schritt 3, die Beurteilung der psychischen Belastung der Arbeit. Schritt 4, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen. Schritt 5, die Wirksamkeitskontrolle. Schritt 6, die Aktualisierung und Fortschreibung. Und Schritt 7, die Dokumentation. Da wir uns heute mit Großunternehmen, mit mehreren Zweigstellen, Zweigunternehmen, Partnerunternehmen, wie auch immer, auseinandersetzen wollen, wollen wir diese Schritte hier kurz nochmal am Beispiel, ich habe es hier kurz aufgezeichnet, in der Realität durchgehen. Der Schritt 1, Festlegen von Tätigkeiten, Bereichen. Sie sehen hier auf meiner kleinen Grafik, wir haben einmal unser Hauptunternehmen, wir haben 3 unterschiedliche Produktionsstätten und wir haben eine ausgelagerte Verwaltung. Diese Unternehmensstruktur, die erfassen wir schon im ersten Workshop. In der Regel führen wir einen Tagesworkshop durch, in dem wir erstmal eine genaue Analyse des Ist-Zustandes erstellen. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wie viele Personen habe ich hier? Nun am Beispiel dieser kurzen Grafik. Wir haben hier zum Beispiel 600 Mitarbeiter. Die unterteilen sich in 150 am Standort 1, in 200 am Standort 3, in weitere 150 am Standort 4 und in 100 Mitarbeitern in der Verwaltung. 600 Mitarbeiter im Hauptunternehmen, 150, 200, 150, 100 aufgeteilt. Das ist schon mal sehr wichtig für uns als Gesundheitsmanager zu erfahren, wo habe ich überhaupt Personen, wo sind die hauptsächlich eingesetzt. Nun, im Workshop hat sich dann herausgestellt, hier haben wir eine Produktion, die fertigen die Teile A an. Hier haben wir eine Produktion, die fertigen vollkommen andere Sachen an. Ich bezeichne das einfach mal als B. In der Produktionsstätte 3 werden wieder andere Sachen hergestellt. Die bezeichne ich einfach mal als C. Jedes Produktionsverfahren hier ist unterschiedlich. Warum ist das wichtig? Die Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen fordert uns dazu auf, genau darzustellen, wo habe ich ähnliche Tätigkeiten, wo habe ich andersartige Tätigkeiten. Ähnliche Tätigkeiten kann ich zusammenfassen. Nun ist klar geworden, das Hauptunternehmen untergliedert sich hier im Prinzip in 4 Bereiche, 3 vollkommen unterschiedliche Produktproduktionen und als D bezeichnet dann die Verwaltung. Das ist schon der erste Schritt. Festlegen, Bereiche, Tätigkeiten, hier relativ einfach strukturiert. Wie geht es dann weiter? Wir werden dann im nächsten Schritt schauen, machen wir alle 4 Unternehmensbereiche in Anführungsstrichen auf einmal oder teilen wir das Ganze auf? Es bietet sich hierbei an zu sagen, okay, die Verwaltung hat wahrscheinlich ein etwas geringeres Stresspotenzial. Wir werden uns erstmal mit den Produktionen hier auseinandersetzen. Im eigentlichen oder im Einführungsworkshop, werden wir dann versuchen zu klären, sind in einer der Stellen, einer der Niederlassungen besondere Herausforderungen. Da kam dann raus, ja, im Standort C sind besonders viele Krankmeldungen, wir haben längerfristige Erkrankungen. Also werden wir im ersten Pilotprojekt dann den Standort C mit einer psychischen Gefährdungsbeurteilung betreuen. Ich schreibe es hier mal kurz drunter.
Die GDA lässt uns ganz klar den Freiraum zu sagen, man muss nicht das ganze Unternehmen auf einen Schlag scannen, beurteilen, sondern man kann auch einzelne Abteilungen beurteilen. In dem Beispiel sieht es dann so aus, dass im Standort C dann die Ermittlung der psychischen Belastung im zweiten Schritt gemacht wird. Es wird dann geklärt im Rahmen eines Fragebogentests, fragebogenbasierter Befragung, wo habe ich hier besondere Herausforderungen bei den Mitarbeitern und so weiter. Es wird also die psychische Gefährdungsbeurteilung am Standort 3 durchgeführt. Diese wird dann anschließend beurteilt, sprich die Ergebnisse bewertet. Und dann holt man sich natürlich aus der Verwaltung raus die Daten über Mitarbeiter und so weiter und so fort. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen wird in diesem Schritt eher nur untergeordnet stattfinden, da wir hier ja einen einzelnen Standort haben. In der Konfiguration werden wir in der Regel die Ergebnisse, die bei der ersten psychischen Gefährdungsbeurteilung hier rauskamen, bewerten, beurteilen und darauf basierend dann schauen, wo habe ich hier bei den Produktionen Gemeinsamkeiten oder mögliche Gemeinsamkeiten, sodass wir dann die Befragung schon in Richtung dieser ähnlichen Bereiche entsprechend anpassen können. Was wir definitiv dann im nächsten Schritt auch machen werden, ist die Verwaltung an sich entsprechend einteilen, wo habe ich da ähnliche Gruppen und so weiter. Das bedeutet im ersten Schritt, das Wichtigste oder das vordergründig wichtigste Unternehmensteil, den werden wir begutachten, im nächsten Schritt dann die ähnlich gelagerten und dann die Verwaltung. Die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen wird dann in der Konzernzentrale, in der Unternehmenszentrale immer zentral durchgeführt. Hier im Rahmen von sogenannten Gesundheitszirkeln. Das sind moderierte Gruppenmeetings, Gruppenworkshops, die entweder extern oder intern moderiert sich mit genau diesen Themen auseinandersetzen. Maßnahmen entwickeln, Maßnahmenkontrollen durchführen. Die Wirksamkeitskontrolle liegt dann auch da in der Verantwortung des Gesundheitszirkels. Wie diese Gesundheitszirkel arbeiten, dazu kommen wir noch in späteren Videos dazu. Ebenso die Aktualisierung, Fortschreibung ist dann Aufgabe des Gesundheitszirkels, der hier in der Zentrale stattfindet. Die Dokumentation wird in der Regel auch im Hauptunternehmen in der Verwaltung dann durchgeführt. Ganz wichtig, gerade bei größeren Unternehmen, auch international ausgerichteten Unternehmen, haben wir keine Produkte von der Stange. Das bedeutet, wir werden in der Regel immer einen Eintages-Workshop durchführen, diesen Tagesworkshop dazu nutzen, um einerseits ein gemeinsames Bild auf das Unternehmen erstmal herzustellen, zu schauen, wo habe ich gewisse Schwerpunkte oder zukünftige Schwerpunkte, um dann im nächsten Schritt an diesen Schwerpunkten anzusetzen. Gerne stehen wir auch hier für kostenlose Erstgespräche und Informationsgespräche zur Verfügung und freuen uns sehr auf Ihre Anfrage. Vielen Dank.